Ziere direkt hier raus. Naja, klar. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. So könnte euer Video aussehen mit einem Untertitel. Wie das geht, zeige ich euch heute in meinem neuen Tutorial. Egal, ob ihr Anfänger seid oder schon wenig Erfahrung habt, dieses Tutorial ist genau das Richtige für euch. Warum sollte man Untertitel in Videos einfügen? Untertitel können eure Videos zugänglicher und verständlicher machen. Sie helfen nicht nur Menschen mit Hörbehinderung, sondern verbessern auch die Zuschauererfahrung, wenn der Ton aus irgendwelchen Gründen nicht eingeschaltet werden kann. Wir öffnen jetzt einmal CapCut. Wir laden die Videos hoch, die wir benötigen. Dies habe ich hier schon gemacht. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, könnt ihr natürlich hier nachschauen. Nun, da wir unsere Videos haben, fügen wir das Video jetzt zur Videospur hinzu, um den Titel zu diesem Video zu erstellen. Okay, wir ziehen das Video auf die Timeline und ich schneide mal eben den vorderen Bereich weg. So, den vorderen Teil haben wir jetzt gerade weggeschnitten und um die Sequenz geht es halt als Beispiel. Jetzt gehen wir oben auf Text und auf Automatisch. Jetzt müssen wir hier die Sprache auswählen, die in dem Video gesprochen wird. Und in dem Fall ist es halt Deutsch. So, und jetzt sage ich einfach generieren hier unten. Und er geht jetzt hin und transkodiert das Video. Das dauert halt einen Moment. So, nachdem er jetzt den Text kodiert hat, hat er hier eine Textleiste hinzugefügt. Und was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist auf Untertitel gehen und hier alles mal überprüfen, ob er auch alles richtig verstanden hat. Sonst müsstet ihr die Sachen halt dementsprechend nachbearbeiten. Wenn ihr auf den oberen Bereich seid und ihr klickt irgendwo drauf, dann seht ihr, dass sich das Weiße hier bewegt. Das heißt, ihr seid dann genau in der Textspalte. Ich mach das mal was größer. Okay, jetzt gehen wir mal hin und ziehen das mal irgendwo auf so eine Timeline. Geben Sie mir drauf. Das Kruzifix. Lady, ihr so, Glück, dass ich ein Gentleman bin. Wie hier zum Beispiel, habt ihr gerade gesehen, da war etwas, was nicht richtig verstanden wurde. Na, wo ist es? Da war einfach nur ein N. Ah, okay. Also wie gesagt, wenn ihr das bearbeiten möchtet, geht ihr einfach hier rein in den Text und ändert den ab und er wird direkt mit automatisch übernommen. So, nachdem ihr das alles gemacht habt, jetzt sieht das natürlich sehr einfach und sehr schlicht aus. Entschuldigen. Ja. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, den Text anzupassen. Jetzt gehen wir hin und sagen Vorlage. Und hier gibt es ganz viele schöne Vorlagen. Wie ihr seht, macht er hier immer nur ein Wort anders. Jetzt nimmt er jedes Wort einzeln und zeigt es. Das heißt, das ist auch eine Pro-Version, also eine Bezahlversion. Deswegen, wenn ihr keine Bezahlversion habt, dann könnt ihr nur hier auf so frei zugängliche klicken. So. Ja, auf einen Teil. Das müsste glaube ich sein. So, nochmal zurück. So, ich sehe hier, ist halt lila unterlegt. Wir markieren nochmal. Stoppen. Markieren nochmal den Text. Hier ist es zum Beispiel in Rot. Das heißt, ist etwas rot hinterlegt. Es liegt auf dem Weg. Bundesschild, okay. Gute
Nachricht. Er wendet es auch direkt auf die ganze Textur an. Okay, also ihr habt die Möglichkeit, über Vorlagen und Animation die Sachen auch miteinander zu kombinieren. Einmal das und jetzt kann ich da noch eine Animation drauflegen. Tag, und du? Am Ball sein. Auch nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Wo ist denn halt anders aus? Ich hab eine Knarre. Bei den Animationen müsst ihr den Bereich markieren. Wenn ihr das nur in einem, ich sag jetzt mal, da kommt halt ein Text, den ihr hervorheben möchtet, dann könnt ihr das markieren und geht auf Animation und könnt den Bereich dann nochmal extra animieren. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Und das wird jetzt auch nur auf den Bereich angewendet. Kommst du runter? Ja, den ihr hier ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Balsa. Okay, bis gleich. Wenn wir jetzt zur nächsten Textspur gehen. Ist es halt mach mal kalt. Was mir aufgefallen ist, hier waren gerade zwei, drei Sachen, wo kein Text war. Obwohl gesprochen wurde. Das heißt, wir gehen einfach nochmal auf Untertitel. Und hier zum Beispiel, wenn hier zwischen etwas ausgelassen wurde, dann gehe ich einfach auf Plus. Und er nimmt hier nochmal ein Textfeld rein. Das heißt, hier kann ich jetzt irgendwas eintippen, was er denn hier mit reinnimmt. Okay, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, Untertitel, hier editieren. Text, hier könnt ihr natürlich wie ganz normal den Textbereich editieren. Ich gehe nochmal hier irgendwo hin. Okay, das heißt, ich kann die Schriftfarbe ändern, ich kann die Sprache, also die Schrift selber ändern. Das ist zum Beispiel gut, wenn man, ich sag jetzt mal, ein Horror-Game oder irgendwas in der Richtung spielt. Und das kann man halt über Vorlagen editieren. Dann gibt es hier noch die Blasen. Sieht aber nicht so schön aus. Also die meisten machen das hier über die Vorlagen. Dann haben wir hier auch nochmal Effekte. Wie ihr seht, wird die Schrift auch noch mal geändert. Und dann halt, wenn ihr irgendwas animiert haben möchtet, nehme jetzt das mal. Ja, da kann man halt komplette Schriftarten mit ausfüllen. Nehmen wir einfach wieder alles weg. Einfach. So, Vorlagen. Raus. Blase raus. Und jetzt haben wir wieder den ganz normalen Text überall. Na komm, Junge. Das war es jetzt auch schon zum Thema Untertitel hinzufügen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch ein wenig weiterhelfen können und würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Okay, dann bis zum nächsten Tutorial.